Stimmt es eigentlich, dass du, mir wurde erzählt, dass du eigentlich gar kein so ein Revoluzer warst, also so sizilianisch unterwegs, sondern ein wahnsinnig braves Kind am Anfang? Wer hat dir das erzählt? Deine Frau. Na gut. Sie sagt zwar stimmt. Eigentlich stimmt schon. Ich war ziemlich, obwohl ich muss sagen, ich habe schon sehr früh ein politisches Denken entwickelt, ziemlich als als kleines Junge, muss ich sagen. Aber du warst nicht revolutionär gegen die Eltern oder total unterwegs, sondern am Anfang ein braver Schüler, oder stimmt das? Das stimmt auf jeden Fall, das schon, ja, das stimmt. Aber früh politisch interessiert. In welcher Richtung? Oder wie? Also ich muss sagen, in Sizilien, politisch engagiert bedeutete automatisch gegen die Mafia zu kämpfen, und zwar gegen die Politiker, die korrupte Politiker, die ihre Geschäfte mit Cosa Nostra gemacht haben, und deswegen sie sind immer so mächtig gewesen, weil sie haben eine quasi Koalition, Geheimnisse-Koalition gehabt, sodass der eine hat der andere geschützt und so weiter. Ja. Und das ist nach wie vor immer noch so. Und ich denke, es war natürlich eine sehr gefährliche Sache in die Zeit in Sizilien, Ende der 70er, Anfang des, ja, bis Mitte der 80er Jahre. Wie hat man sich da engagiert? Also wie hast du es gemacht? Hast du angesungen, hast du geschrieben? Oder was? Mafia hat alle eliminiert, wirklich, die etwas gegen sie gemacht haben. Unter das kulturelle Aspekt, unter das reine politische Aspekt, unter das natürlich die Richter, die Polizisten, die Kulturmenschen, die Journalisten, die haben was darüber geschrieben, waren sehr in Gefahr. Und ich habe Jura studiert, weil ich... Ach, wie der Vater, Jura. Ja, aber nicht Anwalt zu werden, sondern ich dachte mir, ich will Journalist werden, ich will politischen Journalismus schreiben und mich spezialisieren in diesen Kampf, über Mafia zu schreiben, Mafienpolitik zu schreiben. Und ich habe in eine wichtige Zeitung angefangen zu arbeiten, ziemlich jung, muss ich sagen, in Siciliani hat das geheißen, diese Zeitung, und der Direktor von dieser Zeitung war sehr, sehr mutig, weil er war der erste Journalist, der mit klaren Worten gesagt hat, wer waren die Politiker, die ganz klar mit der Mafia zusammengearbeitet haben. Und Giuseppe Fava, si chiamava questo grande giornalista italiano, Giuseppe Fava wurde 2 Jahre nach der Gründung von dieser Zeitung I Siciliani ermordet in Catania, brutal eliminiert, und das war für uns alle von der Redaktion eine große Schlag, einen Moment, wo wir uns alle in die Augen schauten mussten und zu sagen, wollen wir weiter? Und wenn ja, überhaupt wie? Weil das war klar in dem Moment, dass wir waren ohne Waffen, wir haben nur unsere Pende, unser Stift gehabt und unsere Zeitung. Und wir haben es gespürt, die politische Lage hilft uns in diesem Kampf nicht weiter. Kriegt man auch Angst ums eigene Leben, wenn man weiterschreiben würde? Ich glaube, einige von den Größen, also die Erwachsenen von dieser Redaktion, haben weitergemacht in eine andere Art und Weise mit anderen Zeitungen, die größere Verleger hinter ihren Rücken hatten. Die haben in diesem Sinne, die waren in diesem Sinne mehr so geschützter als vorher. Ja. Die Zeitung nach einem Jahr ist zugegangen. Und ich bin weggegangen aus Italien, aus Sizilien, auf Reisen gegangen, und dann hat sich mein Leben doch an diesem Moment verändert. Das heißt, Studium verlassen, Freunde verlassen, alles, weggefahren. Alles, genau. Mit dem Zug los. Mit welchem Plan? Das Plan war für mich ganz klar, das Gegenwart zu erleben. Ich wollte einfach jetzt leben und schauen, was es mir das Il Presente, das Gegenwart, anbietet, in welcher Form. Und die Musik hat mich irgendwo das Leben gerettet, war für mich die Brücke zwischen mich und die anderen, war die Art und Weise, mit den Leuten zu kommunizieren, auch über schwierige Themen wie diese zum Beispiel. Du hast selber eines meiner Lieblingslieder aus deiner Feder, ist ein Stück, das heißt Cento Passi. Ja. Und du hast es geschrieben für einen Mann, der auch ebenfalls das mit dem Leben bezahlt hat, sein Engagement gegen die Mafia. Cento Passi heißt 100 Schritte. Warum 100 Schritte, genau. Es ist ein Lied über die Utopien und über die Wichtigkeit, an die Utopien zu glauben. Und das ist ein Lied gewidmet an Peppino Impastato, ein Junge, der gegen die Mafia gekämpft hat und ebenfalls ermordet wurde. Ein großer, großer Interpret von der Utopie, der irgendwann eine Radio gründete, Radio Out, und von diesem Mikrofon und von diesem Radio versuchte er, die Mafia zu bekämpfen mit einer Sendung, die war eine satirische Sendung. Und die Mafiosi waren natürlich ganz sauer, weil
seriös gekämpft zu werden, ist ehrenhaft. Aber mit einem, der dich natürlich Witze über dich erzählt, das war unakzeptabel. Und la canzone a lui dedicata si intitola 100 passi, 100 Schritte. Che viaggiano arrivano lontano, come treni merci allungano il passo, ad ogni stazione un po' di coraggio che passerà, questo tempo passerà, coi colori accesi dentro gli occhi scuri, la passione incendia il cemento dei muri, le paure di mille generazioni, di chi rapisce le tentazioni di questa libertà. Questo tempo passerà, passerà e si porterà con sé le tue paure, passerà e travolgerà e coltelli né fuoco di spada, su una scalinata a sognar la rugiada, ad intonare una rima mai scritta, una canzone derelitta che passerà, come questo tempo passerà, a chi scriverà dei versi migliori, per chi ha rischiato in prima persona ed ha cercato una soluzione e c'era la vita che lo aspettava a braccia aperte, lo aspettava dietro l'angolo, lo aspettava, passerà e si porterà paure, passerà e travolgerà questa vita in fondo al fiume, passerà e non ci sarà più niente che potrà fermare, e passerà così. Say